liebe Leute, ich bin's wieder, euer Rolf. Und zwar haben wir Jahresanfang und ich finde, am Jahresanfang ist es ganz wichtig, dass man einfach mal über ein paar Dinge spricht, wie man das so macht. Deswegen jetzt hier das Wort zum Sonntag von Personal Trainer Rolf Müller, natürlich auch von Roller Rolf oder von meinem Feedbox-Kanal. Da möchte ich einfach mal einige Geschichten ansprechen, die mir sehr wichtig sind. So, also weiter geht's. Kommen wir erstmal zu dem Rollerkanal. Ist ja mein Lieblingskanal, muss ich sagen, weil die Leute sind ja geil drauf und so. Roller Rolf hilft. Ich habe nur ein kleines Beispiel, damit ihr mal wisst. 20 Mal schreibe ich mit jemand und der hat dieses Problem und hilf mir doch, Rolf, bitte, 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 bitte. Naja, ich gehe weit, sage, okay, weil der 80 Kilometer entfernt ist, ich komme runter, ich helfe dir und so, schick mir noch mal ein paar Fotos, ich sehe die Fotos, au, Batze, Kiste, böse dran geschraubt. Sage, sofort stoppen, nichts mehr kaufen und so, ich komme runter, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, sonst friere ich mir die Klöten weg. Und meine Finger, ne, die sind eh schon ein bisschen krumm vom Boxen, das ist alles nicht so gesund, dann habe ich wieder Rücken. Also stopp die ganze Schote, ich komme und ich helfe dir. Alles okay, schreibt er, super, ich freue mich und tralala. Ich habe mich auch gefreut, eine neue Aufgabe. So, was passiert? Nächsten Tag kriege ich eine Mail. Wow, ich habe das bestellt, ich habe jenes bestellt und so. Und ich schraube das auch gleich dran. Ich denke, Mensch, begreift er es nicht, was ist los da? Und so, so, das war noch nicht alles. Dann, nächsten Tag, kriege ich eine Mail. Ja, wo bleibst du denn? Du wolltest doch runterkommen. Da muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen bedenklich, weil es ist so, das ist doch mein Hobby. Und muss ich da unten stehen, wenn Minusgrade sind, wenn Schnee liegt, ich habe keine Garage, muss mir die Finger krumm frieren und so, das muss doch alles nicht sein. Ich mache das, weil ich Spaß daran habe, weil ich den Leuten was vermitteln will und so. Aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich habe letztens ein bisschen Herzprobleme gehabt, musste mich untersuchen lassen, diese ganzen Geschichten, also muss ich mir das einteilen. Ich muss auch noch am normalen Leben teilnehmen und arbeiten. Das war also ein Beispiel von meinem Rollerkanal. So, jetzt mein Boxkanal. Feedboxen und Boxen. Oh, dieser Pusche. Da muss ich das Glas mal wegstellen, weil das erregt mich wirklich oft. Dann schreibt man, du kleine Lusche, und ich würde dich weghauen und tralala. Natürlich sind das immer nur jetzt die Beispiele, die mir tierisch auf den Sack gehen. Ich habe auch ganz, ganz tolle Leute. Ich habe 4000 Abonnenten. Ich freue mich, dass dieser Kanal läuft. Aber ich muss auch noch Zeit haben, weil ich ja Personal Trainer bin, muss ich auch noch Zeit haben, ein bisschen Geld zu verdienen. So, und dann schreibt man und macht. Und man muss sagen, die Kampfsportler, die sogenannten, die sind sowas von arrogant. Wenn man denen versucht zu erzählen, ja was, schickt mir mal ein Video, dann trauen sie sich nicht, dann schreiben sie irgendwas, warum soll ich dies tun, warum soll ich jenes tun? Weil mein Trainer mich hat stramm stehen lassen und ich mich dementsprechend entwickelt habe. Der hat gesagt, was machen wir hier, eine Talkshow oder hörst du auf mich, ich habe 50 Jahre Erfahrung, du Knallkopf. Also mach das, ich will, dass du gut wirst. Wenn ich das nicht will, dann brauche ich kein Trainer sein. Und da herrscht einfach teilweise so eine Arroganz, da erzählt man, aufwärts, haken, schlägt man, man nimmt den Körper mit, dann macht man den hier schön lang, damit man keinen in die Fresse kriegt. Dann schreiben die, mein Trainer hat mir gesagt, das muss man anders machen. Da sage ich euch ganz ehrlich, dann muss der Trainer scheiße sein und hat keine Erfahrung. Wahrscheinlich so ein Schönling, der noch nie einen in die Fresse gekriegt hat. Ne? Wenn man gekämpft hat, weiß man, man muss mit Schmerzen leben, man muss die Dinge richtig machen, um Schmerzen zu vermeiden. Oder wenn ich sage, stehen, Kopf wegziehen, so eine Geschichten, dann sagen sie ja, warum Kopf wegziehen, ich bin ein harter Junge. Weil das sonst auf die Rübe geht, dann bist du nachher weich im Schädel, vielleicht hast du gewonnen, aber das kann es ja auch nicht sein. Das ist also auch ein kleines Beispiel von meinem Feedbox-Kanal. So, dann noch, weil ich ja Personal Trainer bin, noch eine kleine Geschichte. Nicht persönlich neben die ganzen Sachen, aber das ist leider so. Wenn man irgendwo trainiert, dann hat man folgendes Problem. Man betritt den Raum teilweise, ich muss mal ein bisschen runtergehen, man betritt den Raum und dann, was passiert? Der Raum sieht schlimm aus. Dann kommt man nicht pünktlich rein. 18 Uhr oder 16 Uhr Kursbeginn.
Was ist, erzähle ich euch mal, außerhalb von Hannover, super Fitnesscenter. Ich stehe mit 15 Leuten vor der Tür. Erste Mal. 5 Minuten. Ich sage zu meinen Leuten, warten, habt Geduld, in der Ruhe lief die Kraft, Yin und Yang, das muss alles stimmen. So, 2. Mal, stehen wir schon 10 Minuten, das hat sich dann aufgepusht, irgendwann 20 Minuten. Ich denke, jetzt musst du mal einschreiten, ich bin ja Trainer, ich bin ja Vorbild, ich muss ja auch sagen, hallo, so geht's nicht. Klopfe an, gehe in den Raum und sage, hey, hallo, habt ihr keine Uhr hier im Raum? Da geht die Alte volles Rohr auf mich los, eigentlich so eine ganz nette, und lässt mich voll stramm stehen, so dass meine Boxer und auch die Mädels, die können schon was. Die waren inzwischen schon im Raum, die musste ich zurückhalten, weil die erstmal planieren wollte. Zum Schluss der ganzen Geschichte ist sie noch losgelaufen, hat mich beim Chef angeschissen, da hat der mich auch noch stramm stehen lassen. Also ich meine, als Trainer bin ich Vorbild. Das heißt, ich bin höflich, ich bin nett und so. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Ich rufe die Leute zur Ordnung auf. Ich habe Disziplin. Ich halte mich an die Zeiten, die da stehen. Das heißt, 18 Uhr beginnt der Kurs. Also gehe ich 5 Minuten vorher raus. Der Raum ist sauber und. Das muss ich doch meinen Leuten vermitteln, die bei mir trainieren. Und deswegen muss ich als Trainer einfach top sein. So. So, jetzt wollen wir mal langsam zum Schluss kommen. Ich habe mich da schon wieder reingesteigert in diese ganze Geschichte, weil mich das erregt. Deswegen habe ich auch manchmal Herzprobleme. Und zwar, irgendeiner von den Weisen, nicht die da im Morgenland da mit der Kerze und Möhre rumgelaufen sind, also die 7 Geißlein oder wie die hießen, sondern Christian Morgenstern, so ein Weiser, ganz Weiser. Der hat gesagt, finde ich ganz toll, das passt auch hundertprozentig. Es wird immer Leute geben, die sich angegriffen fühlen, wenn jemand seine Meinung äußert. So, in dem Sinne möchte ich dann natürlich auch schließen. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Wir sehen uns dann mit den nächsten Videos beim Feedbox-Kanal und bei Euler Rolf hilft. Und natürlich sehen wir uns auch als Trainer. Seid mir nicht ganz so böse. Ich bin, wie ich bin und ich will mich auch nicht wirklich ändern. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, viel Erfolg. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.